Morgen startet das Neckarfest in Rottenburg. Und das fällt diesmal größer aus als sonst. Insgesamt gibt es 6 Bühnen. Hier können sich Besucher auf zahlreiche Konzerte und Shows freuen. Der altbewährte Flohmarkt sowie der Antiquitäten- und Kunsthandwerkermarkt finden am Samstag und Sonntag statt. Beim historischen Floßumzug am Sonntag inszeniert das Theater Hammerschmiede auf Flößen verschiedene Epochen der Rottenburger Stadtgeschichte. Um 18 Uhr ist Fassanstich mit Oberbürgermeister Stefan Nehr. Um 19 Uhr gibt es eine zweite Eröffnung bei der Bühne Neckarblick am Eingang zum Schänzle.